Hallo liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung und Überfliegerei. Herzlich willkommen zu diesem Vögelvideo, diesem Video mit Vögeln. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls, ich habe hier im Lager meinen Spaß und habe gedacht, Mensch, machen wir doch einfach mal wieder einen Vögeltest. Ja, oder beziehungsweise einen Test auch mit anderen Aufstiegseffekten. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal mit dem klassischen Vogel, also dem mit den Flügeln dran. Ja, wo fange ich denn an? Ich fange hier vorne an. Und zwar beim ältesten Produkt, also der ist natürlich ein frischer, aber wir haben dieses Produkt schon sehr lange bei uns im Programm. Das ist der Vampir von Weco, also ein Vogelaufstieg. Ich glaube, der müsste auch grün sein mit Kräckling-Abschluss. Ihr werdet es dann im Test sehen. Er ist leider bei weitem nicht so gut wie unser Kräckling Bird von Xplode, aber er ist natürlich auch ein Stückchen größer, so im Vergleich. Also macht schon ein bisschen Unterschied. Ist aber vom Effekt her ähnlich. Dann haben wir die Bees. The Bees hier, relativ preisgünstig von Xplode. Etwas kleinerer Vogel. Dann haben wir die Turbowirbel. Oh, die muss ich unbedingt mal aufmachen hier, dass man so ungefähr ein bisschen die Größe sieht, den Größenvergleich, für alle, die ihn noch nicht kennen. Na? Also das ist hier der Turbowirbel. Der ist so in der Größenordnung auch mit dem Crackling Bird. Hat allerdings keinen Crackling-Abschluss, hat nur einen Farbaufstieg, ähnlich wie dem Albatros von Weco. Und in dieser Größenkategorie, in dieser Liga spielt auch die Pyrodrohne von Blackbox. Und ja, das muss ich sagen, ist ein super Vogel. Also die Überraschung dieses Jahr, würde ich sagen, auf jeden Fall bei den Aufstiegseffekten hier, die Pyrodrohne. Also wirklich super mit Funken, Aufstieg. Also wirklich klasse, ihr werdet es dann im Test sehen. Ja, was haben wir noch an Vögeln? Ja gut, wenn man das zu den Vögeln zählen will hier, ich bin nicht ganz glücklich über diese Plastikteile. Die hat man uns tatsächlich, also die Smokebirds von Xplode, die hat man uns auch in China angeboten. Allerdings davon ging 90% nicht in die Höhe. Die sind tatsächlich verbessert worden. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Ist halt was für tagsüber zum Warmschießen sozusagen. Warmfliegen, Warmvögeln. Markus muss schon wieder lachen. Ach, ich hätte fast vergessen, die Vögel von Tropic hier in einer tollen 12er-Packung, 12 Stück sind noch drin, ne? Die sind sehr schön, relativ preiswert, ist ganz lustig. Haben wir gedacht, wir nehmen die mal auf hier von der Firma Tropic. Dann haben wir natürlich, ja, kommen wir zu den anderen Aufstiegseffekten. Das waren so klassische Vögel. Jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar andere Aufstiegseffekte, unter anderem, ich fange einfach mal mit Moskitos an. Ein Moskito kennt ja mittlerweile jeder. Hier mit dem weg. Also mit dem schönen grünen Aufstieg und mit dem hübschen Pfeifton. Manche bestellen sich da tausende Stück davon. Ich weiß nicht, wie man die alle weg und angezündet kriegt. Keine Ahnung, nach einer Packung habe ich meistens keine Lust mehr, obwohl sie eigentlich richtig Spaß machen. Aber es ist halt so ein bisschen Kleinkram. Und wer es natürlich einfach haben will, kann auch unseren Moskitoschwarm als Batterie, als Batteriefeuerwerk kaufen. Da braucht nicht alles einzeln anzünden. Ja, was haben wir hier? Die Jackie Chans. Auch neu in diesem Jahr von der Firma Leslie, die sehen so aus. Ja, man denkt nicht, aber die Teile fliegen tatsächlich. Ja, das werden wir dann im Test später sehen. Was haben wir noch? Wir haben, ich mache einfach mal hier mit dieser Neuheit weiter. Eine Schreckschraube der Firma Bothma Pyrotechnik. Den mache ich auch mal kurz auf. Ist auch mehr so ein Klöpper. Man denkt eigentlich, ist mehr so ein Böller, aber ist tatsächlich ein Aufstiegseffekt. Man muss ihn nur richtig hinstellen. Ich könnte auch mal probieren. Ich probiere es halt später im Test mal, ob er andersrum fliegt. Oder beim Hinlegen kann man verschiedene Sachen mal austesten. Hier mit einem schönen Blink-Bouquet-Abschluss. Da bin ich mal gespannt. Ich habe es schon mal gesehen. Oh, ihr werdet dann selber euch ein Bild davon machen können. Und jetzt haben wir noch die Feuerteufel hier von Blackbox, auch relativ neu. Zack. Die sehen so aus. So eine kleine Halbkugel mit Kreisel. Zack, Kreisel erst, pfeift, fliegt dann hoch.
Das gibt's natürlich auch von der Firma Funke im Viererpack, der Tornado Wirbel. Ja, und natürlich das bessere Produkt ist immer noch die Holzhuse, ja, mit Pfeifen und Aufstieg. Viele kennen es von euch. Ich glaube, ich bin durch. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus zum Vögeln. Viel Spaß dabei. Zum Test. Verdammt. Liebe Freunde des pyrotechnischen Vögelns, herzlich willkommen zurück zum Test. Wir testen, wir fangen an mit den Tropic, den Wundervögeln von Tropic hier, den Butterflies. Oh, jetzt habe ich gleich zwei auf einmal. Schöner grüner Aufstieg mit Goldfunken. Machen wir noch mal einen einzeln. Ja, Steighöhe so in etwa 10 Meter. Man sollte am äußersten Ende der Zündschnur entzünden und nicht weiter drin. Ja. Zielschießen auf meinen Kameramann. Das waren die Tropic Butterflies. Oh, fast getroffen wieder. Unser Test kann weitergehen mit den Bees von Xplode. Etwas Vögel der kleineren Kategorie. Oh, ich finde ein bisschen mehr Funkenausstoß als die Tropic Butterflies. Aber auch ein grüner Aufstieg. Machen wir nochmal einen einzelnen. Steighöhe etwa auch 10 Meter und fast getroffen. Das waren die Bees von Xplode. Machen wir weiter mit den Vögeln, die wir schon seit, soweit wir unseren Ladenverkauf schon hatten. Die hatten wir schon im Ladenverkauf, die Vampir von Weco. Ja, schöner Aufstieg. Ja, geil, den Briefkasten getroffen. Du bist der Erste, der Briefkasten mit dem Vogel sprengt. Ja, das war ein Vampir von Weco. Schöner grüner Aufstieg, viele Funken. Ist ja auch ein bisschen größer als die Tropic und die Bees von Xplode. Und mit Crackling Abschluss. Auch ein sehr schöner Vogel. Ich dachte, die sind immer mit Knatter Aufstieg, aber... Ja, gut, man kann es noch als Aufstieg gelten lassen zum Schluss. Die letzten 2 Meter, 3 Meter sind mit Crackling-Aufstieg. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Obala. Ist mir der tote Vogel vor die Füße gefallen. Ja, mit was machen wir weiter? Wir fahren fort. Ach, wir fahren einfach fort hier mit der nächsten größeren Kategorie, den Turbowirbel, Albatros und der Pyrodrone. Ich beginne mit dem Albatros von Weco. Also aktuell ist es die größte, höchste Größenkategorie. Auf jeden Fall höher als die vorherigen Vögel, aber auch wieder mit grünem Aufstieg und Silber-Goldfunken dabei.
dann der Pyrowirbel, Quatsch, der Turbo. Der Turbowirbel von Nico. Ja, die sind alle abgerichtet auf unseren Kameramann. Um ihn herum sind wirklich 50 Vögel. Ja, schöner grüner Aufstieg, von der Steigzeit länger als vom Albatros. Nicht ganz so hoch. Gucken wir mal, der zweite. Oh, ist nicht die Zündschnur. Der ging wesentlich höher, aber auch hier die Steigzeit sehr beachtlich. Gut, fahren wir fort mit der Pyrodrohne. Also meine Überraschung, mein Überraschungskandidat, die finde ich super gelungen. Meine Lieblingsvögel. Also neben der beachtlichen Steigzeit, also dieser Funkenaufstieg, dieser Beginn und dann auch die Funken während des Aufstiegs, Silberfunken und vielleicht sieht man es im Video nicht ganz so, schöne Goldfunken. Also wirklich ein sehr gut gelungener Vogel. Top. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und nicht zu vergessen, der Farbwechsel von grün auf rot. Also dieser Vogel hat eigentlich alles, was man von einem Vogel erwartet. Super Start mit Funken, super Aufstieg, Farbwechsel, anständige Steigzeit. Da hat sich mal jemand richtig Mühe gegeben. Und weil es so schön ist, einen habe ich noch. Gibt es immer in der Viererpackung. Und was ich dem noch hinzuzufügen habe, ja, ist auch eine schöne Verpackung aus Papier, kein Plastik dabei, im Sinne der Zeit. Oh ja, jetzt kommen wir zu einer, also nicht zu den Vögeln, wir sind mit den Vögeln durch. Jetzt nehmen wir die anderen Aufstiegseffekte und ich fange einfach mal an. Ach, womit was fange ich an? Ich fange mit den Moskitos an. Aktuelle Charge der Moskitos. Die sind jetzt auch schöner verpackt, die haben einfach wesentlich bessere Tüte, sonst sind die ja schon unterwegs, beim Angucken auseinandergefallen, aber jetzt besser. Mal gucken, ob ich da gleich mehrere gleichzeitig anzünden kann, sonst bin ich ja noch Stunden beschäftigt. Die Moskitos. Jawohl, das waren die Moskitos, immer wieder lustig. Rasanter Aufstieg, schönes. Jetzt machen wir mit den Jackie Chans weiter. Diesem kleinen Hütchen hier, den man nicht unbedingt ansieht, dass er auch wirklich aufsteigen kann. Aber ihr seht selbst, passt auf. Ich finde lustig. Die haben einen schönen, langsamen Aufstieg. Einen hellen Aufstieg. Na gut, der ging ein bisschen rasanter. Steighöhe, oh, etwa 15, 17 Meter sowas. Machen wir gleich die zwei letzten noch zusammen. Die sind sehr senkrecht. Also bei den Vögeln ist ja meistens so, die fliegen immer ein bisschen seitwärts, aber diese Jackie Chans, die fliegen wirklich senkrecht nach oben. Also schnurgerade nach oben. Au. Oh, fast wieder ein Kameramann getroffen hier. Ja, ich habe sie abgerichtet. Hey, ach, komm, wir machen jetzt einfach mal die Schreckschrauben von Bothmer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da werden verschieden. Ich werde es mal erstmal richtig ausprobieren und dann mal testen, ob man die auch hinlegen kann. Weil die müssen sich ja drehen und irgendwie aufsteigen. Das ist echt auch erstaunlich, dass solche Teile überhaupt fliegen können.
Wow. Also Steighöhe immens. Die Stern, wie soll man sagen, der kleine Schütteffekt, Tremolant-Sterne, Goldblinksterne. Könnte ein bisschen mehr sein, aber dass der Aufstieg ist schon gewaltig. Das ist schon beachtlich. So, probieren wir es nochmal. Kameramann hat es nicht so richtig drauf gekriegt. Ich glaube, den hast du auch nicht drauf, oder? Den hat er drauf, jawohl. Also ging ein bisschen seitwärts, aber rasant und ziemlich laut, der Aufstieg. Kein Pfeifaufstieg, so ein Brummaufstieg, finde ich ganz hübsch. Ja, es könnten ein bisschen mehr Sterne drin sein, ein bisschen schade. Aber ich glaube, der Aufstieg macht es einfach wieder wett. So, jetzt lege ich das Ding einfach mal hin. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich gehe mal schon mal in Deckung hier. Ja, den hat er. Also gut, in der Tat aufpassen, hinstellen. Da ist ein Pfeil drauf, richtig hinstellen, sonst klappt das nicht wirklich gut. Einen haben wir noch. Mal schauen, ob er den drauf kriegt. Ja, schön. Liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, jetzt kommen wir zu den Pfeif-Kreisel-Aufstiegseffekten, wie auch immer man das nennen mag. Jetzt der Feuerteufel von Blackbox. Achtung! Einfach geiler Aufstieg. Und das Pfeifen mit dazu. Super. Jetzt kommen wir zu einem Effekt, den der Holzhuse, also der ist ähnlich, aber besser. Den hat er auf Funke versucht nachzuahmen. der Tornado-Wirbel ist in der Tat das Gleiche. Also wir hatten den in China produzieren lassen. Und der sollte eigentlich beim Aufstieg pfeifen. Und das hat nicht so wirklich funktioniert. Und es sollte nachgebessert werden. Deswegen hatten wir die das Jahr zuvor, ich glaube, das war 2017, nicht abgenommen. Und dann kamen sie 2018. Ja, und im gleichen Jahr gab es auch die Tornado-Wirbel. Ich muss jetzt lügen, was 2017 oder was 2016 schon. Die Tornado-Wirbel von Funke. Aber ich finde, unser Heusus hat einfach das schönere Design. Ich finde es witziger. Also es ist preiswerter. Der Tornado-Wirbel, die Holzhuse. Ja, kann ja mal passieren. Hat halt Funke nicht so richtig aufgepasst, was es den Artikel schon gab. Malte, du verzeihst, diese kleine Seitenhieb, der musste jetzt sein. Nein, ist klar, es ist normal. Ui, also Steighöhe ist schon wirklich immens, richtig gut. Da gibt es nichts gegen einzuwenden. Schöner Aufstieg, wirklich der helle und der satteste Aufstieg. Alle Aufstiegseffekte, da können die Vögel nicht wirklich mithalten. Bei den Funken sind die Vögel, haben die Nase vorn. Ja, kommen wir zu unserem diesjährigen Vogelfavoriten. Den hatte ich vorhin in der Größenordnung vergessen, in der Tat. Und zwar den Crackling Bird von Xplode. Aber wirklich, direkt mich getroffen, ja. Ja, schöner, gleißender, heller Aufstieg mit schönen Funken. Ich finde, die Steigzeit ist beachtlich und schön gleichmäßig, nicht zu hoch. Und ja, ist einfach schön anzuschauen, macht Spaß. Deswegen gleich noch einen.
Auch der Crackling-Abschluss schön. Aber auch der von dem Vampir von Weco darf man nicht vergessen. Ist eigentlich auch für die Größe des Vogels nicht schlecht, ja. Aber hier noch einen Ticken größer. Super, sehr schön. Auch relativ gleichmäßig, also ist ja, ein schöner Abschluss, finde ich, für unser Vögelvideo. Ein super Test der diesjährigen Vögelei. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr könnt mit dem Test ein bisschen was anfangen. Wir versuchen da schon sehr objektiv ranzugehen und unseren Eindruck zu schildern, was dann eigentlich wieder subjektiv wäre. Ja, aber wir nehmen natürlich nicht jedes Produkt in den Shop auf, sondern nur auch wirklich das, was von uns gut bewertet wird. Und ich finde, die Vögel, die kann man durchweg alle gut gebrauchen. Man muss sich auch den Preis angucken, aber ich denke, da sind super Sachen mit dabei. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich möchte nicht betteln, aber vielleicht habt ihr ein Abonnement für uns. Das wäre natürlich toll. Wir freuen uns. Wir sind dadurch animiert und motiviert, weitere neue Testvideos zu machen. Ja, und schreibt natürlich auch was in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Keine Ahnung, ist egal. Schreibt einfach irgendwas rein. Bis zum nächsten Mal.